ein neuer Board & Dice Titel, den konnte ich mir nicht entgehen lassen. Wir haben hier wieder ein schönes Expertenspiel von Board & Dice, Minos Anbruch der Bronzezeit. Das Ganze ist für 1 bis 4 Spieler, auf Deutsch bei Giant Rock erschienen. Und ja, dieses Expertenspiel, bei dem wir Würfel platzieren, Würfel ziehen müssen, um dann Aktionen auszuführen, hat es ziemlich in sich. Ich werde euch ganz kurz eine Regelerklärung geben, damit ihr auch wisst, worum es geht. Und falls ihr es zu Hause habt, einfach auch danach direkt losspielen könnt. Und danach werde ich euch noch ein bisschen erzählen, wie mir denn das Spiel gefallen hat. Also auf den Tisch. Ich habe das Spiel hier einmal für 3 Spieler aufgebaut, für Lila, Grün und Gelb. Der Aufbau für 2 Spieler oder 4 Spieler ändert sich ein bisschen, müsst ihr einmal in der Anleitung schauen. Ich gehe aber darauf ein, wo sich hier etwas ändert. Wir haben in der Mitte den großen Spielplan, den ihr erstmal in die Tischmitte legt. Und dort müssen wir ein paar Vorbereitungen treffen. Als erstes werden wir die Ressourcen hier bereitlegen. Das sind permanente Ressourcen. Hier legt ihr jeweils einen Stapel von 5 permanenten Ressourcen pro Art bereit. Die restlichen Ressourcen, die mischt ihr verdeckt und legt sie als allgemeinen Vorrat bereit. Dann haben wir noch als allgemeinen Vorrat die temporären Ressourcen. Das sind quasi die gleichen Ressourcen, nur in rund. Was temporär bedeutet, erkläre ich noch. Jeder Spieler hat hier einen Haufen von Kriegern, die er im Laufe des Spiels freischalten kann. Die legen wir hier erstmal bereit. Dann haben wir den Haufen von Geld und wir haben einen Haufen von diesen Kriegsmarkern. Dann auf dem Spielfeld müssen wir auch ein paar Sachen vorbereiten. Wir haben hier die 3 Trade Routes, die 3 Handelsrouten. Davon decken wir 3 zufällige auf, beziehungsweise ja auf eine zufällige Seite. Dann haben wir hier diese Handelsbonusplättchen, blaue und rote. Davon legt ihr ja je nach Spieleranzahl eine bestimmte Anzahl von Plättchen als offenen Stapel zufällig aus. Bei 3 Spielern sind das jetzt hier 4 Plättchen. Das heißt meistens, ja, es ist immer ein Plättchen mehr als Spieler teilnehmen. Dann haben wir natürlich eine Karte von Auslagen, beziehungsweise den blauen Kartenstapel mischt ihr zunächst einmal und deckt hier 5 Karten offen auf. Den roten, den werdet ihr auch mischen, habe ich jetzt schon einmal gemacht. Der kommt dann bei der Hälfte des Spiels ins Spiel. Dann haben wir hier die große Weltkarte und auf dieser großen Weltkarte müsst ihr einige Dinge platzieren. Es kommt aber so ein bisschen darauf an, mit wie vielen Spielern ihr spielt, denn es gibt Startgebiete unterschiedlich, je nachdem, wie viele Spieler ihr seid. Bei 3 Spielern sind die Startgebiete die 7, die 2 und die 4. Bei 2 Spielern und 4 Spielern ändert sich das. Das erkennt ihr hier an diesen grünen Bubbles oder halt an diesen einzelnen Zahlen. Das steht dann auch auf den Startkarten drauf, zu denen ich gleich noch komme. Überall, wo keine Startgebiete sind, da legt ihr ein Fundamentplättchen und ein Seeleuteplättchen. Ja, das sind so Sea People. Ära 2 und Ära 1, jeweils ein zufälliges offen. Das Ära 1 Plättchen legt ihr auf das Ära 2 Plättchen, sodass hier 2 Plättchen übereinander liegen. Und die Startfelder, ja, die lasst ihr erstmal frei. Ich habe das hier schon vorbereitet. Ich habe es quasi schon so getan, als ob wir die Startkarte schon gezogen hätten. Komme ich gleich nochmal zu. Dann haben wir hier so ein Bonusplättchen. Davon wählt ihr einfach ein zufälliges aus, legt es hier hin. Dann haben wir hier die Meilensteine. Das sind 3 unterschiedliche Vasen. Da müsst ihr einfach schauen, dass ihr unterschiedliche Vasenfarben habt. Und wir haben hier einen Vorrat an Würfeln. Auch da ist es so, je nach Spielerzahl müsst ihr eine unterschiedliche Anzahl von Würfeln aussortieren. Jetzt hier bei 3 Spielern kommt einfach ein grauer Würfel zurück in die Schachtel. Das ist der allgemeine Aufbau. Und dann haben wir natürlich noch einen Spieleraufbau. Jeder Spieler bekommt hier so ein Tableau. Da setzt er seine Gebäude seiner Farbe drauf. Ihr werdet ja feststellen, dass ihr dann quasi hier so eine Stadt übrig habt. Komme ich gleich nochmal zu. Dann habt ihr hier in der Mitte oder hier auf eurem Tableau 3 solche Krieger. 3 sind es. Genau. Dann haben wir hier solche Würfelplättchen, wo ihr im Laufe des Spiels Würfel reintun könnt. Und dann ist es so, dass wir hier so einen Einkommensmarker haben. Wir haben natürlich hier auf diesen Leisten Marker auf dem Nullerfeld. Ihr könnt auch noch schon Marker hier unter diese Meilensteine bereitlegen. Und dann kommen wir quasi zu diesen Startkarten, die wir ziehen, die dann quasi den Aufbau komplettieren. Denn je nach Spielerzahl müsst ihr hier solche Startkarten bereitlegen. Hier hinten auf der Karte steht drauf, für wie viele Spieler diese Karte ist. Und ihr legt dann am Anfang des Spiels diese 3 Karten für 3 Spieler jetzt hier bereit. Außerdem legt ihr 3 zufällige Fähigkeiten bereit. Das sind diese kleinen. Und dann ist es so, dass wir mit einem zugelosten Startspieler von vorne nach hinten, von hinten nach vorne jeweils eine Startkarte bzw. ein
so eine Fähigkeit ziehen. Also der erste Spieler zieht entweder eine Karte oder eine Fähigkeit, dann der zweite an der Reihe, dann der dritte, dann nochmal der dritte, dann wieder der zweite und dann der erste. Und so haben am Ende jeder Spieler eine Fähigkeit und eine Startkarte. Die Fähigkeit legt ihr hier an, setzt noch einen Marker auf die unterste Stufe und bei der Startkarte, da kommt es dann ein bisschen drauf an, was ihr gezogen habt, wo ihr dann Dinge platziert bzw. was ihr dann bekommt. Also die Startkarte gibt immer an, wo ihr startet. In dem Startgebiet setzt ihr die Startstadt und einen eurer Krieger, der nicht von eurem Tableau kommt, sondern der aus dem Vorrat kommt. Außerdem könnt ihr dann noch Dinge tun, die hier noch zu sehen sind. Hier bekommen wir zum Beispiel eine permanente Ressource, für den wir keinen Bonus bekommen, wenn wir sie ziehen. Wir dürfen noch einen Warrior setzen, den dürfen wir auf eine Stadt setzen. Das heißt, ja, ich setze hier einen zweiten Warrior noch auf das Startgebiet. Außerdem können wir eine bestimmte Anzahl von Karten hier von dem Stapel ziehen. Wenn hier so mehrere Karten abgebildet sind, dann bedeutet das immer der Stapel, also diese eine Karte und der Stapel darunter. Das heißt, wir dürfen vom Stapel 6 zufällige ziehen. Dafür müssen wir 3 abwerfen und eine müssen wir noch unter unser Board schieben. Das bedeutet, dass hier unten, das habe ich hier auch schon gemacht, ja, da ist hier quasi sowas untergeschoben, so eine Karte untergeschoben, sodass man nur diesen unteren Teil sieht. Ich habe den People hier hingelegt, ich habe Karten gezogen, das heißt, ich habe noch 2 Karten übrig. Den Rest habe ich hier auf so einem Abwurfstapel gelegt, den wir dann bilden. Außerdem starte ich bei 8 Siegpunkten, das habe ich hier auch auf der Leiste schon abgetragen, bekomme 19 Geld und 3 solche Kriegsmarker oder Kriegermarker sind das. Genau, und das macht jeder Spieler quasi gleichzeitig für sich und wenn dann alle fertig sind, haben alle ihre Karten gezogen, haben sich hier aufgebaut, dann ist die Spielvorbereitung abgeschlossen. Ihr könnt die Karten dann auch abwerfen, die braucht man dann im Laufe des Spiels eigentlich nicht mehr. Und natürlich bekommt noch der Startspieler den Startspielermarker. Der Startspieler, ja, ist derjenige, der hier oben dieses Symbol hat. Also in diesem Fall wäre das die Position 2, das wäre der gelbe Spieler, der würde den Startmarker bekommen. Und dann ist die Spielvorbereitung wirklich abgeschlossen und es kann losgehen mit dem Spiel. Und das erkläre ich euch jetzt, wie das funktioniert. Ein Spiel minus wird über eine bestimmte Anzahl von Runden gespielt. Und zwar spielen wir genau 4 Runden, beziehungsweise diese 4 Runden sind in eine Ära 1 und in eine Ära 2 unterteilt. Zwischen diesen beiden Ären gibt es eine Zwischenwertung, also am Ende der ersten Ära gibt es eine Zwischenwertung, am Ende der zweiten Ära gibt es eine Zwischenwertung und dann gibt es noch eine Endwertung am Ende der zweiten Ära. Eine Runde sieht folgendermaßen aus. Grob gesagt werden am Anfang die Würfel gewürfelt, danach werden die Würfel gezogen, einzeln. Das heißt, man zieht einen Würfel, platziert diesen Würfel hier auf diese Aktionsfelder. Danach, wenn alle Würfel quasi gezogen wurden, beziehungsweise jeder 4 Würfel platziert hat, werden die Würfel in einer bestimmten Reihenfolge ausgelöst. Das heißt, ja, es werden erst die Aktionen vorbereitet, danach werden die Aktionen ausgelöst. Wenn man das gemacht hat, kommt noch eine Income- und Clean-Up-Phase und dann ist eine Runde im Grunde genommen auch schon vorbei. Das heißt, jeder Spieler hat im Grunde genommen pro Runde 4 Züge. Das über 4 Runden, also hat jeder Spieler im gesamten Spiel 16 Züge, indem er dann versucht, die meisten Siegpunkte zu erlangen. Hier auf dieser Kramer-Leiste schreiten wir voran. Wer am Ende des Spiels die meisten Siegpunkte erlangt hat, der hat das Spiel gewonnen. Am Anfang jeder Runde wird der Startspieler erst einmal alle Würfel würfeln. Es gibt noch eine kleine Ausnahme, was vorher passieren kann, denn derjenige, der diese Fähigkeit hier hat, diese SA2-Fähigkeit, der muss, bevor er seine Würfel würfelt, hier seine Fähigkeit einmal auslösen. Ja, wenn der Startspieler dann quasi alle Würfel gewürfelt hat, könnt ihr die hier auf dem Board ein bisschen sortieren, müsst ihr aber nicht, denn dann geht es darum, dass wir beginnen mit dem Startspieler und dann immer reihum im Uhrzeigersinn immer genau einen Würfel nehmen und diesen dann auf eine der Aktionsfelder hier platzieren. Was die Aktionen können und so, dazu komme ich gleich nochmal, aber grundsätzlich ist es so, der Startspieler, also gelb, fängt jetzt an, nimmt sich einen beliebigen Würfel, er kann wirklich einen beliebigen Würfel nehmen und diesen auf den am weitesten links befindlichen freien Platz hier auf eine dieser 5 Aktionen, die wir hier sehen, platzieren. Also heißt, ja, hier ist quasi alles frei, er nimmt sich einen beliebigen Würfel, platziert den dort. Dann ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn dran, der kann sich auch wieder einen beliebigen Würfel nehmen und er platziert ihn hier auf eine dieser Aktionen. Der nächste Spieler macht das genauso und so weiter und so fort. Es gibt allerdings jetzt bei diesem ganzen Platzieren eine Sache, die ihr beachten müsst, denn es ist so, diese Würfel werden sortiert. Es ist so, dass quasi ja immer von klein nach groß diese Würfel sortiert werden. Das heißt, ja, habt ihr einen Würfel, der größer ist als der Würfel, der hier schon liegt, dann platziert ihr den auf die rechte Seite.
Das ist relativ einfach. Habt ihr aber einen Würfel, der kleiner ist, gewählt, zum Beispiel hier diese gelbe 2 und ich möchte den hier an diesem Platz hier platzieren, dann rücken alle Würfel auf. Das heißt, der sortiert sich hier in der Reihe ein. Habt ihr einen Würfel, der genauso hoch ist wie ein Würfel, der schon gesetzt worden ist, das heißt, grün nimmt sich jetzt hier zum Beispiel die 3 und möchte hier in dieses blaue Feld gehen, dann bleibt der Würfel dahinter. Sind alle Plätze besetzt, könnt ihr diese Plätze nicht benutzen, ja, und müsst euch eine andere Aktion auswählen. Haben alle ihre 4 Würfel hier platziert, das heißt, jeder hat in seiner 4 Würfel-Platzier-Dinger ja einen Würfel drin und die liegen alle auf den Aktionen, geht es in die nächste Phase und das ist das Voranschreiten auf diesen 3 Leisten. Auf der roten, auf der gelben und auf der blauen Leiste könnt ihr denn jetzt voranschreiten, denn ihr zählt nun die Summe der einzelnen Farben, die eure Würfel zeigen, die ihr hier platziert habt. Und wenn ihr dann eine Summe erreicht, die mindestens 9 ist pro Farbe, dürft ihr auf der entsprechenden Leiste voranschreiten. Dabei zählen die grauen Würfel hier als Joker-Würfel. Das heißt, diese grauen Würfel könnt ihr einer bestimmten Farbe zuordnen. Es ist aber nicht erlaubt, eine Farbe mit nur grauen Würfeln zu bilden. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, ja, ich nehme eine 4 hier oder, ja, das ist ein bisschen ein schlechtes Beispiel, aber hier zum Beispiel diese 3, diese 4 und diese 2 zusammen würden ja 9 ergeben, aber da fehlt uns noch ein farblicher Würfel, damit wir ja auch quasi eine Farbe zuordnen können. Also, das heißt, jeder Spieler, ja, guckt jetzt, ob er bei irgendeiner Farbe die Summe 9 hat. Der gelbe Spieler hier zum Beispiel, der hat hier eine 4 und eine 5, das heißt, er geht auf der roten Leiste ein vor. Der, ja, der lilane Spieler bzw. der gelbe Spieler hat hier noch eine 5 und eine 4, eine graue 4 und eine gelbe 5. Das heißt, er würde auch noch auf der gelben Leiste hier voranschreiten. Der lilane Spieler, ja, der hat tatsächlich ja, keine Leiste, auf der er voranschreiten kann, weil keine dieser Farben in Summe 9 ergibt. Und der grüne Spieler, ja, der hat hier quasi nur eine blaue Farbe und da rechnet er seine grauen Würfel hinzu. Das heißt, der grüne Spieler würde auf der blauen Leiste hier voranschreiten. Und dann kommen wir auch gleich mal zu den Leisten, was denn diese Leisten eigentlich sollen. Diese Leisten sind für verschiedene Aspekte des Spiels sehr nützlich. Auf der roten Leiste bekommt ihr zum einen Geld regelmäßig, das heißt, wenn ihr mit eurem Marker irgendwo hinrückt und ja, da ist nicht zufällig so eine Hand drunter, dann könnt ihr das direkt machen. Das heißt, ja, wenn ich hier auf diese nächsten Schritt komme, dann kriege ich einfach direkt 3 Geld aus dem Vorrat. Ansonsten ist diese Leiste dazu da, dass ihr in der Einkommensphase, zu der ich dann später noch komme, mehr Karten unter euer Board schieben dürft. Und insgesamt hier auch einmal Boni, bei denen ihr entweder Karten ziehen dürft oder auch Karten unter euer Board spielen dürft. Dieses Karten unter euer Board spielen ist relativ wichtig im Spiel. Außerdem gibt es hier am Ende noch Siegpunkte. Die gelbe Leiste ist dafür da, dass ihr Ressourcen bekommt und dass ihr bauen könnt. Hier gibt es ja Boni, bei denen ihr eine zufällige Ressource bekommt. Hier könnt ihr euch eine beliebige Ressource aussuchen. Hier könnt ihr mit eurer Fähigkeit und eurer Spezialfähigkeit ja weiter nach oben gehen und diese upgraden. Und hier gibt es noch ja Bauaktionen, die ihr quasi machen könnt. Die sind das Pendant zu dieser Bauaktion, zu der ich dann gleich noch komme. Natürlich gibt es auch wieder Siegpunkte. Und die blaue Leiste ist dafür da, dass ihr in den Zwischenwertungen mehr Punkte machen könnt und dass ihr eure Krieger freischaltet, die noch im allgemeinen Vorrat sind. Und ja, hier bekommt ihr noch diese Tokens und ein bisschen Einkommen von diesen Tokens. Insgesamt, ja, sind diese Leisten sehr wichtig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man aber auch, wenn man nur auf einer Leiste sehr weit voranschreitet, doch ganz gut dastehen kann in dem Spiel. Wenn dann alle auf ihren Leisten hochgegangen sind, das könnt ihr auch alles gleichzeitig machen, das müsst ihr nicht in Spielerreihenfolge machen, geht es nun daran, die Würfel ja zu nehmen und die Aktionen auszulösen. Und das funktioniert so, dass ja derjenige, der dran ist, das ist der Startspieler, als erstes, der nimmt seinen höchsten Würfel und kann dann diese Aktion auswählen. Das heißt, der Gelbe guckt jetzt, welches von seinen gelben Würfeln der höchste ist. Und das wäre jetzt hier diese 5 in seinem gelben Fundament oder diese rote 5 in seinem gelben Fundament. Und jetzt kann er sich, weil er 2 gleiche hat, aussuchen, welche Aktion er macht. Ja, er nimmt sich dann quasi seinen Würfel mit dem Fundament und führt dann die Aktion aus. Das macht dann der nächste Spieler auch. Der nimmt sich auch wieder seinen höchsten Würfel. Der lilane Spieler würde sich jetzt hier seine 6 nehmen, weil das seine höchste ist. Er führt die Aktion aus. Der grüne macht das auch und so weiter und so fort, bis dann alle Spieler hier alle ihre Würfel genommen haben und alle ihre Aktionen durchgeführt haben. Und dann kommen wir in die nächste Phase, in die Clean-up. Und
Aufräumphase, also unter die, in die Einkommens- und Aufräumphase. Aber bevor wir zu dieser Einkommen- und Aufräumphase kommen, würde ich euch ganz gerne einmal die Aktionen erklären im Detail. Es gibt im Grunde genommen nur 4 unterschiedliche Aktionen, denn die fünfte Aktion oder dieses fünfte Aktionsfeld ist ein Joker-Aktionsfeld, mit dem man die ganzen anderen Aktionsfelder benutzen kann bzw. eine beliebige Aktion ausführen kann. Kommen wir hier zu dieser ersten Aktion, dieses Auge, diese rote Aktion. Mit dieser Aktion könnt ihr Karten ziehen. Und je nachdem, in welchem Slot ihr gelandet seid mit eurem Würfel, es kann auch sein, dass ihr mit mehreren Würfeln hier dran drin seid, könnt ihr unterschiedliche Dinge tun. Es ist so, ja, hier könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr das macht, hier 4 Karten ziehen. Dadurch, dass hier nicht noch so dieser Kartenstapel darunter abgebildet ist, könnt ihr entweder Karten aus der Auslage ziehen, in eure Hand, oder auch eine zufällige vom Stapel. Außerdem dürft ihr in den ersten beiden Runden, also noch in der Ära 1, eine zufällige Karte von diesen 4 auch vom roten Stapel ziehen. Ist aber die Frage, ob sich das lohnt, denn diese Karten, ja, sind ziemlich teuer. Man kann sie relativ spät erst ausspielen. Außerdem bekommt man hier ein Geld und ein so ein Token. Ja, auf den anderen Slots zieht ihr dann auch dementsprechend Karten, aber eine unterschiedliche Anzahl, und bekommt hier unterschiedliche Boni. Hier bekommt ihr einen beliebigen Schritt auf einer Leiste und hier bekommt ihr einmal den Bonus, der dieses Plättchen hier zeigt. Das ist im Grunde genommen auch schon die ganze Aktion. Relativ unspektakulär. Dann kommen wir zu der blauen Aktion. Diese blaue Aktion lässt euch Karten spielen, die ihr auf der Hand habt. Es gibt erstmal kein Handkartenlimit. Und ja, diese Handkarten, die ihr spielen könnt, sind hier in den Slots jeweils unterschiedlich. Außerdem bekommt ihr, wenn ihr auf dem mittleren Slot seid, noch einen beliebigen Schritt hier auf einer dieser 3 Leisten. Und nun kommen wir einmal zu dem Kartenausspielen, wie denn das eigentlich funktioniert. Ihr habt normalerweise Handkarten. Und zwar, ja, es kann sein, dass ihr auch jede Menge Handkarten habt. Und diese Handkarten müsst ihr bezahlen, um die ausspielen zu können. Diese Karten zeigen eigentlich immer ähnliche Dinge. Ihr habt zum einen hier einmal oben links in der Ecke Kosten, die ihr bezahlen müsst, wenn ihr diese Karte ausspielen wollt. Und ihr habt hier einen Rabatt, den ihr nutzen könnt. Und zwar beim Ausspielen einer Karte könnt ihr diesen Rabatt einmalig benutzen. Das heißt, ich müsste jetzt zum Ausspielen dieser Karte 8 Geld zahlen. Habe ich aber diese Ressource bei mir, und zwar entweder als permanente Ressource, und das sind diese Ressourcen hier, die ich bei mir permanent sammeln kann. Das funktioniert so ähnlich wie bei 7 Wonders. Oder ich habe eine temporäre Ressource in Form dieser runden Ressource, die ich dann abwerfe. Dann kann ich hier 3 Geld sparen. Es ist, also ein Rabatt ist immer 3, das steht nirgends, aber könnt ihr mir vertrauen. Und dann könnte ich diese Karte ausspielen. Also jetzt in diesem Fall hat der grüne Spieler, wenn er sowas ausspielen wollen würde, theoretisch hier so eine permanente Ressource. Die muss er nicht abwerfen und er kann diesen Rabatt hier in Kauf nehmen. Und ja, wenn ihr die spielt, spielt ihr die Karte in eurer Auslage und dann führt ihr den Effekt, der hier in diesem weißen Bereich ist, aus. Das heißt, hier würde ich eine zufällige permanente Ressource bekommen und ein so ein Kriegerplättchen. Dieser Bereich hier unten, der ist erst später interessant. Das ist, wenn ihr diese Karten unter euer Board schiebt. Das heißt, ja, wenn ich eine Karte ausspiele, spiele ich sie einfach neben mein Board, führe den Effekt aus. Relativ einfach. Ihr könnt auch jederzeit Karten aus der Auslage direkt in eure Auslage spielen, in eure persönliche Auslage. Das sind quasi öffentliche Handkarten, aber das Ausspielen dieser Karten ist immer mit +3 Münzen beziffert. Das heißt, es ist einfach ein bisschen teurer, aber grundsätzlich könnt ihr auch Karten direkt hier aus der Auslage in eure persönliche Auslage spielen. Das ist im Grunde genommen auch der ganze Spuk beim Ausspielen von Karten. Ja, ihr könnt diese Rabatte in Kauf nehmen oder hier diese Kosten senken durch diese Rabatte, aber wie gesagt nur einmalig. Es gibt später auch Karten, die hier 2 Rabatte zeigen. Da könnt ihr auch beide Rabatte nehmen. Jede Karte zeigt hier oben auch noch Siegpunkte. Dazu komme ich dann später nochmal, was das soll. Aber grundsätzlich, so spielt ihr Karten mit dieser blauen Aktion aus. Dann kommen wir zur gelben Aktion und die gelbe Aktion ist die Bauaktion. Jeder Slot lässt euch eine unterschiedliche Anzahl von Gebäuden bauen. Der mittlere Slot gibt wieder einen Schritt auf dieser Leiste. Ihr habt hier 4 unterschiedliche Arten von Gebäuden auf eurem Tableau. Ihr habt einmal die Hauptstädte, ihr habt einmal die Mauern, ihr habt die Schiffe, die auch quasi als Gebäude zählen, und ihr habt hier einmal den Baum. Zusätzlich eine 4. Option, die ihr bauen könnt. Ihr könnt eure Schiffe verbessern, komme ich gleich noch zu. Kommen wir einmal zu den Städten, wie ihr die bauen könnt. Die Kosten seht ihr hier links von der Stadt, also Städte kosten Münzen. Ihr habt aber auch bei den ganzen Gebäuden unterschiedliche Rabatte, die ihr
in Anspruch nehmen könnt, und zwar nicht nur einmal, sondern auch multiplikativ. Das heißt, ja, für jede Ressource Stein, die ihr habt, entweder permanent oder zum Abwerfen, spart ihr 3 Münzen. Städte könnt ihr nur dort aufs Feld bauen, wo ihr einen Krieger habt. Das heißt, ihr müsst irgendwo in einem Feld sein. Der grüne Spieler könnte zum Beispiel hier stehen. Es ist auch egal, ob jemand anders da steht oder ob er da alleine steht oder ob er da ja, die Mehrheit hat. Es ist völlig egal. Es darf einfach nur noch keine Stadt in diesem Feld liegen. Und dann kann er diese Stadt bauen. Er gibt dann seine 6 Münzen ab, legt er zurück in den Vorrat, wenn er baut, und stellt seine Stadt hier auf eins von diesen Fundamentplättchen. Dann führt er noch den Bonus des Fundamentplättchens aus. Das heißt, ja, da bekommt man halt was für. Und das war es im Grunde genommen auch schon. So baut ihr eine Stadt. Dann haben wir hier die Mauern. Diese Mauern, ja, da bekommt ihr quasi Rabatt, wenn ihr dieses Erz habt. Und diese Mauern bringen euch einmal sofort Boni. Das heißt, die Mauern bringen euch hier diese Kriegerplättchen, diese Mauern bringen euch Karten, neue People, die ihr freischalten könnt. Und diese zweite und dritte Mauer bringt euch ein bisschen mehr Punkte für die Zwischenwertung, komme ich dann gleich nochmal zu. Wichtig ist es aber, ihr könnt Mauern nur dort bauen, wo ihr schon eine eigene Stadt habt. Das heißt, ja, ihr braucht mindestens eine Stadt, habt ihr ja am Anfang, um eine Mauer zu bauen. Ihr braucht mindestens eine zweite Stadt, um eine zweite Mauer zu bauen. Dann haben wir hier die Schiffe. Die Schiffe kosten euch Holz, beziehungsweise ihr bekommt Rabatt für Holz, sonst kosten sie euch Geld, genauso wie die Mauern da drüber. Und diese Schiffe baut ihr auf die Handelsrouten. Das heißt, wenn ihr ein Schiff bauen wollt, dann nehmt ihr eins von euren Schiffen und setzt es auf das unterste Feld einer Handelsroute. Sind dort Kosten abgebildet, müsst ihr auch diese zahlen. Wichtig ist aber, ihr könnt nur so viele Schiffe bauen, wie ihr auch Städte habt. Das heißt, ja, möchte ich mein zweites Schiff bauen, muss ich auch schon eine zweite Stadt hier auf der Weltkarte platziert haben. Ja, aber eine Mauer brauche ich nicht zwingend, aber ich brauche meine zweite Stadt. Das heißt, das dritte Boot könnte ich jetzt in diesem Fall noch nicht bauen, weil ich ja die dritte Stadt noch nicht gebaut habe. Für Schiffe bekommt ihr grundsätzlich erstmal nichts in dem Moment, wo ihr sie gebaut habt, aber sie geben euch Einkommen im Laufe des Spiels und am Spielende geben sie euch auch Punkte. Dann die dritte hier, das sind diese Bäume, beziehungsweise das sind Farmen. Diese Farmen kosten euch kein Geld, sondern in diesem Fall kosten sie euch Krieger. Das heißt, wenn ihr eine Farm irgendwo hinbauen wollt, dann müsst ihr eine bestimmte Anzahl von Kriegern abgeben. Ja, ihr bekommt natürlich auch hier wieder Rabatt, und das mit dieser Weizenressource. Einen Baum dürft ihr nur dahin bauen, wo auch eine Stadt ist. Das muss aber in diesem Fall ja keine eigene Stadt sein, sondern es kann eine Stadt des Gegners sein. Aber die Voraussetzung ist natürlich immer, dass ihr in diesem Gebiet auch so viele People habt, wie ihr da abgeben müsst. Ja, das heißt, möchte ich da eine Farm bauen, muss ich einen People ausgeben. Und immer wenn ihr diese Warrior oder diese Krieger zurückbekommt oder irgendwie ausgeben müsst, kommen die immer hier auf euer Board zurück. Das heißt, ja, ihr habt die immer wieder neu zur Verfügung, um die wieder einzusetzen. Ja, ich könnte jetzt hier eine Farm bauen, und auch, ja, es ist wichtig, pro Feld darf natürlich nur eine Farm bestehen. Das heißt, pro Feld dürfen nie mehr als ein Gebäudetyp vorhanden sein. Das Einzige, was hier mehrfach vorhanden sein darf auf einem Feld, sind diese Kriegerfiguren. Die vierte Möglichkeit, um Bauaktionspunkte, wie man sie eigentlich ja im Grunde genommen dann in dem Spiel nennt, zu bauen. Also ihr könnt hier mit 3 Bauaktionspunkten quasi 3 Gebäude bauen oder ja 3 Sachen machen. Die vierte Möglichkeit ist, ihr könnt eure Schiffe hier upgraden. Das heißt, ja, ihr nehmt einfach ein Schiff und schiebt es auf die nächste Stufe und bezahlt dann gegebenenfalls Kosten, die hier an der Seite abgegeben sind, Karten abwerfen oder Geld. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr, ja, wenn ihr auf das dritte oder, ja, wenn ihr vom dritten Feld auf das vierte Feld wollt, dass ihr auch genügend Mauern habt. Denn diese Mauern verhindern, dass ihr, oder beziehungsweise die Mauern erlauben es euch, überhaupt hier diese Schwelle zu betreten. Das heißt, möchte ich mit einem Boot hier diese Schwelle übertreten, dann brauche ich eine Mauer. Wenn ich es mit dem zweiten Boot machen möchte, brauche ich die zweite Mauer und so weiter und so fort. Solltet ihr hier auf das zweite oder auf das vierte Feld kommen, könnt ihr euch außerdem eins von diesen Bonusplättchen aussuchen. Diese könnt ihr dann im Laufe des Spiels einfach kostenfrei als freie Aktion immer zusätzlich, wenn ihr möchtet, einmalig ausgeben, um dann hier einen gewissen Bonus zu erlangen. Das heißt, ja, geht ihr hier auf das blaue Feld, bezahlt ihr die Kosten, sucht euch hier ein Plättchen aus. Das ist dann das Upgraden von Schiffen. Und natürlich gibt es auch beim Upgraden von Schiffen hier einen Rabatt. Das heißt, ja, für diese grüne Ressource bekommt ihr einfach eine Münze Rabatt für diese Schritte, die ihr hier hochlaufen müsst, weil das ja im Grunde genommen die Kosten, die ihr hier zahlt. Das ist dann so ähnlich wie beim Bauen von diesen Gebäuden.
Dann kommen wir zur nächsten Aktion, zur grünen Aktion. Und diese grüne Aktion erlaubt es euch, Krieger hier auf die Weltkarte zu platzieren und diese zu bewegen. Je nachdem, auf welchem Slot ihr seid, können das 6, 4 oder 4 sein. Jeweils hier nochmal diesen unterschiedlichen Boni in den unterschiedlichen Slots. Das ist auch so ein bisschen angepasst, je nachdem, ob ihr mit 2 Spielern spielt oder 4 Spielern. Dann dreht ihr auch den Plan um. Also ihr müsst auch gucken, dass ihr mit der richtigen Seite hier spielt. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel 6 hier solche Bewegungen oder Setzungen habe, dann kann ich mir so viele quasi aus meinem Vorrat nehmen, wie ich habe, beziehungsweise ich darf natürlich die Anzahl hier nicht überschreiten, aber jedes Setzen kostet 1 von diesen Punkten. Ich kann die nur setzen, da wo ich eine Stadt habe. Also ich könnte hier einsetzen, hier einen zweiten. Dann habe ich noch 4 übrig. Wenn ich jetzt diese Aktion hier ausführen würde, dann könnte ich hier mit meinen Kriegern angrenzend gehen. Da ist noch einer, dann gehe ich hier noch hin und dann gehe ich hier noch in die Mitte. Und dann habe ich im Grunde genommen 6 von diesen Bewegungs- und Setzungspunkten ausgegeben. Ja, das ist auch relativ simpel. Und dann die 5. Aktion, die wir hier haben, das ist im Grunde genommen eine Joker-Aktion. Das heißt, wenn ihr hier so Schlangenpunkte habt, dann könnt ihr euch genau eine von den anderen Aktionen aussuchen und dann so viele Punkte quasi ausgeben. Das heißt, wenn ich Karten ziehen würde, dann könnte ich 2 Karten ziehen. Wenn ich hier diese Karten spielen würde, könnte ich hier mit 2 Karten spielen. Ich könnte 2-mal bauen oder ich könnte 2 Bewegungen bzw. 2-mal setzen. Ja, ihr dürft die Punkte nicht auf die unterschiedlichen Aktionen aufteilen, sondern ihr müsst bei einer Aktion bleiben. Dann gibt es noch ein paar freie Aktionen, die ihr jederzeit machen könnt, beziehungsweise so ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst. Zunächst einmal ist jede Karte, die ihr habt, jede Karte, die ihr in der Hand habt, ein Geld wert. Das heißt, ihr könnt auch mit Karten bezahlen, wenn ihr nicht genug Geld habt. Also ihr könnt, wenn ihr quasi mit eurem Schiff hier hochgehen wollt und ihr müsst irgendwie ein Geld zahlen, dann könnt ihr auch einfach eine Handkarte ablegen. Das heißt, jede Handkarte ist ein Geld wert. Dann habt ihr unterschiedliche freie Aktionen, die ihr mit diesen Kriegerplättchen machen könnt. Diese Kriegerplättchen sind hauptsächlich dazu da, dass ihr hier in dieser Welt interagiert. Zum einen könnt ihr jederzeit in eurem Zug ein Kriegerplättchen ausgeben, um eine von euren Figuren angrenzend zu einem weiteren Feld zu bewegen. Dann habt ihr die Möglichkeit, Kriegerplättchen auszugeben, um gegen diese Seeleute hier zu kämpfen. Das bedeutet, ihr müsst irgendwo in einem dieser Gebiete müsst ihr Krieger haben, die gegen diese Seeleute kämpfen können. Zum Beispiel haben wir hier einen Krieger und hier könnte ich 2 Kriegerplättchen ausgeben, um gegen diese Blauen zu kämpfen bzw. die zu besiegen. Das heißt, ich gebe meine Plättchen hier aus, nehme mir dieses Seeplättchen oder Seeleuteplättchen, kriege dann diesen Bonus, der hier drauf ist. Das wären hier 3 Karten vom Stapel ziehen, 3 zufällige Karten. Und dann muss ich auch noch den einen Krieger, der hier gekämpft hat, wieder zurück auf mein Board stellen. Außerdem kann ich jederzeit ein Kriegertoken ausgeben, um die Ressource zu bekommen in einer der Felder, in der eine meiner Krieger steht. Das heißt wenn ich hier zum Beispiel dieses Weizen unbedingt brauche bei einer Bauaktion, kann ich, wenn ich da einen Krieger drin stehen habe, ein Kriegerplättchen ausgeben, um mir so eine temporäre Ressource zu holen und die dann gegebenenfalls für irgendeine Aktion auszulösen oder auszugeben. Außerdem könnt ihr jederzeit 3 temporäre Plättchen einer Art gegen ein permanentes Plättchen einer Art umtauschen, dass ihr hier dann bei euch zu euren permanenten Ressourcen legt. Das mit den Bonusteilen hatte ich ja schon gesagt, die könnt ihr auch jederzeit in eurem Zug einmal einlösen, wenn ihr die gesammelt habt. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen zu beachten, so ein paar grundsätzliche Dinge, die wir bei dem Spiel beachten müssen. Da gibt es zum einen einmal, dass wenn man eine Ressource bekommt, also eine permanente Ressource, außer die, die man durch die Startkarte bekommt, dann muss man schauen, die wievielte Ressource das von dieser Art ist und dann bekommt man hier Schritte auf diesen Einkommenstrack. Das heißt, wenn es die erste Ressource ist dieser Art, bekomme ich einen Schritt. Wenn es die zweite ist, 2 Schritte. Wenn es die dritte dieser Art ist, bekomme ich eine zufällige Karte vom roten Stapel. Und wenn das die vierte ist, bekomme ich 2 Schritte hier auf dieser Einkommensleiste. Dann müsst ihr natürlich jederzeit darauf achten, hier eure Fähigkeiten richtig zu behandeln. Also in diesem Fall hätte ich am Anfang nur einen Wert von 8 haben müssen bei dieser Summe meiner Würfel. Und ihr könnt jederzeit einmal schauen in eurem Zug, ob ihr eine dieser Meilensteine erfüllt habt. Und wenn das der Fall ist, setzt ihr euch natürlich auf das am höchsten frei liegende Punktefeld, um dann auch direkt Punkte einzuheimsen. Und da gibt es natürlich immer noch im Spiel die Sache, dass man auf seine königlichen Handelskarten hier unten achten muss. Das heißt,
Ja, wenn man hier Karten runtergeschoben hat und ja bestimmte Dinge tut im Spiel, wie zum Beispiel bestimmte Zahlenwerte ziehen oder bestimmte Aktionen machen, dann bekommt man immer jeweils noch diese Boni, die hier unten ja abgebildet sind. Da darf man nicht vergessen, während des Spiels die dann auch auszulösen. Das ist tatsächlich auch ein sehr großer Bestandteil dieses Spieles. Gerade am Anfang kann das mal passieren, wenn man nicht so viele hat, dass man die übersieht. Da sollte man wirklich darauf achten, dass man die immer im Blick hat. Und wie man die jetzt hier runter reinbekommt in sein Board, da komme ich dann jetzt zu. Denn ja, wenn wir quasi ganzen Aktionen gemacht haben, alle Spieler haben hier ihre Würfel zurückgeholt, dann kommen wir in die Aufräum- und in die Einkommensphase. Und das ist relativ einfach. Am Anfang bekommt ihr Einkommen. Das Einkommen wird durch verschiedene Dinge bestimmt. Das Einkommen wird zum einen hier durch eure Einkommensleiste bestimmt. Das heißt, ihr bekommt hier eine bestimmte Anzahl von Geld, je nachdem, wo euer Einkommensmarker liegt, und eine bestimmte Anzahl von Punkten. Dann gibt es Einkommen in Form von euren Schiffen. Das heißt, je nachdem, wo ihr hier mit eurem Schiff gelandet seid, falls ihr Schiffe gebaut habt, bekommt ihr unterschiedliche Dinge am Einkommen, Punkte, solche Marker, irgendwelche Karten. Dann müsst ihr schauen, hier in diesen Leisten, wo ihr hier fortgeschritten seid, also auf der blauen Leiste gibt es diese Krieger-Tokens als Einkommen. Und dann gibt es hier diese königlichen Handels-Dinger als Einkommen. Und das bestimmt quasi, dann habt ihr standardmäßig eins, wie viele Karten ihr nun unter euer Board schieben dürft. Und es ist einfach so, je nachdem von wo ihr die runterschiebt, haben die unterschiedliche Kosten. Ihr möchtet eigentlich immer Karten, die ihr während der Runde ausgespielt habt oder auch in den vorherigen Runden ausgespielt habt. Das heißt, Karten bleiben auch hier, bis ihr was anderes damit macht. Möchtet ihr möglichst Karten, also ihr möchtet Karten hier von dieser Auslage unter euer Board schieben, denn das kostet nichts. Das heißt, ja, die Anzahl an Karten wird ja hier bestimmt. Das heißt, ihr nehmt euch einfach eine Anzahl von Karten und schiebt die hier unter und habt dann quasi diese Boni, die ihr dann hier addet. Möchtet ihr eine Handkarte unter euer Board schieben, weil euch die besonders lukrativ erscheint, dieser Bonus hier unten besonders lukrativ erscheint für die nächste Runde, dann müsst ihr das in Form von Siegpunkten bezahlen. Das ist diese Zahl hier oben rechts zum einen. Und ja, ihr habt ja am Anfang eine bestimmte Anzahl von Siegpunkten, das heißt, das könntet ihr schon machen, aber es ist nicht besonders lukrativ. Könnt ihr die Siegpunkte nicht ausgeben, also ihr könnt nicht unter 0 gehen, dann dürft ihr die Karte nicht hier drunter schieben. Da müsst ihr noch schauen, es gibt noch unterschiedliche Sachen von Einkommen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass ihr eine Fähigkeit habt, die noch Einkommen bringt. Und ansonsten ist es das mit der Einkommensphase. Und dann kommen wir quasi zu dem Aufräumteil der Einkommensphase. Ihr legt natürlich alle Würfel wieder zurück in den allgemeinen Vorrat, damit der Startspieler, der dann gleich an der Reihe ist, diese auch würfeln kann. Dann müsst ihr einmal schauen, dass der Startspieler wechselt. Das heißt, der Startspieler geht im Uhrzeigersinn hier an den nächsten Spieler. Und je nachdem, ob ihr jetzt am Ende der zweiten oder vierten Runde seid, passieren dann noch die Zwischen- und die Endwertungen. Und zu diesen Wertungen komme ich dann jetzt. Ja, am Ende der zweiten Runde findet die erste Zwischenwertung statt. Und da wird dann einmal geschaut, ja, wie ihr so hier auf dieser Weltkugel vertreten seid. Und dementsprechend gibt es dann Punkte. Zunächst schaut ihr einmal, wie viele Gebäude ihr hier gebaut habt, beziehungsweise wie viele Farmen ihr gebaut habt. Und je nachdem bekommt ihr dann die Punkte, die hier unter den Farmen abgebildet sind. Da zählt nur die höchste. Das heißt, habt ihr eine Farm gebaut, bekommt ihr 2 Punkte. Habt ihr 2 Farmen gebaut, bekommt ihr 4 Punkte. Bei 3, 8 und bei 4, 14. Und dann wird geguckt, wie hier die Kontrolle, beziehungsweise ob hier jemand Mehrheiten hat oder Präsenz. Präsenz seid ihr immer in einem Gebiet, wenn ihr einen Krieger in einem Gebiet habt. Ob da nun eine Stadt von euch steht oder ja, ob da irgendwie noch was anderes steht von euch, das ist völlig egal. Es zählen bei dieser Präsenz und bei dieser Mehrheitenwertung nur die Anzahl der Krieger. Das heißt, sobald ihr irgendeinem Gebiet Krieger habt, habt ihr dort Präsenz. Und dann bekommt ihr Punkte für jedes Gebiet, wo ihr Präsenz habt. Und das richtet sich je nachdem, wie hoch ihr auf der blauen Leiste vorangeschritten seid. Ja, wenn ihr gar nicht vorangeschritten seid, bekommt ihr für jeden Krieger, wo ihr oder für jedes Gebiet, wo ihr Präsenz habt, einen Punkt. Dann wird noch geschaut, wo ihr dominant seid, also wo ihr die Mehrheit habt, wo ihr mehr Krieger habt als jeder andere. Entweder habt ihr Präsenz oder ihr habt Dominanz. Das heißt, ihr könnt nicht beides gleichzeitig scoren, aber da, wo ich mehr Krieger als jeder andere Spieler der mitspielt an dem Spiel hat, da bekomme ich dann diese Dominanzpunkte. Und diese Dominanzpunkte sind 3, 4, 5 oder 6, je nachdem, auch hier, wie ihr auf der blauen Leiste vorangeschritten seid.
Außerdem bekommt ihr, je nachdem wie viele Mauern ihr gebaut habt, für jedes Gebiet, wo ihr Dominanz habt, nochmal plus 1 oder plus 2 Punkte. Danach in der ersten Zwischenwertung müssen die blauen Karten hier abgeräumt werden. Das heißt, wir ersetzen den blauen Kartenstapel inklusive der Karten, die da noch in der Auslage liegen, durch den roten Stapel, decken da natürlich auch wieder 5 Karten auf. Und dann kann es auch am Ende der zweiten Runde direkt in die dritte Runde gehen. Dann haben wir noch die Zwischenwertung am Ende der vierten Runde. Am Ende der vierten Runde werden genau wieder die Anzahl der Bäume, die Präsenz und die Dominanz gewertet. Außerdem werden alle Ära 1 Seeplättchen oder Seeleuteplättchen, die hier noch liegen, die heißen im Englischen Sea People, deswegen bin ich immer so ein bisschen verwirrt, abgeräumt. Und dann hat jeder Spieler noch die Möglichkeit, der Krieger in diesen Gebieten hat, gegen diese Level 2 Sea People, die da vielleicht noch liegen, zu kämpfen. Wer kann als erstes kämpfen? Es kann immer derjenige als erstes kämpfen, der am meisten von diesen Kriegern in einem Gebiet hat. Das ist, diese Anzahl der Krieger bricht auch noch andere Gleichstände im Spiel. Zum Beispiel, wenn ihr in der Einkommensphase oder beziehungsweise wenn ihr hier in diesen Leisten hochrückt, wenn ihr eure Würfel nehmt und hier gleichzeitig hochrückt und ihr habt zum Beispiel gleichzeitig eine Bauaktion, die ihr ausführen könnt. Dann kann das sein, dass ihr im gleichen Gebiet bauen wollt und dann entscheidet auch die Anzahl der Krieger in einem Gebiet, wer als erstes bauen kann. Da hat die Spielerreihenfolge nichts zu sagen. Ja, wenn wir das gemacht haben, wir haben gegen die noch gekämpft, haben uns gegebenenfalls noch Punkte genommen, denn die Ära 2 Sea People, die geben immer Punkte, wenn man gegen die kämpft. Das kostet aber auch dann dementsprechend. Dann ist die zweite Zwischenwertung auch passé und wir kommen zur Endwertung. Ja, bei der Endwertung ist es relativ einfach, bekommt ihr einmal Punkte für eure Burgen und für eure Schiffe. Das sind hier die Punkte, die auf dem Tableau abgedruckt sind. Ihr bekommt auch immer nur die höchste Zahl, also es ist nicht kumulativ. Dann bekommt ihr Punkte für jede Karte, die ihr noch in eurer Auslage habt. Da bekommt ihr einen Punkt, die ihr quasi nicht runtergeschoben habt. Da ist jede Karte einen Punkt wert. Und ihr bekommt nun die Punkte eurer royalen Handelskarten hier, die oben rechts abgebildet sind. Ja, das heißt, ihr nehmt ihr alle raus und zählt die Punkte oben rechts auf den Karten zusammen. Das sind noch Punkte. Und ihr bekommt außerdem noch Punkte, und zwar Geld plus Kriegertokens plus Handkarten, die ihr noch habt, durch 5 jeweils einen Punkt. Das zählt ihr alles zusammen und dann, wer die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Das war's mit der Regelerklärung zu Minos. Und bevor ich euch jetzt sage, wie mir das Spiel gefallen hat, möchte ich euch natürlich noch mal ganz kurz daran erinnern, dass ihr diesen Kanal sehr gerne abonnieren könnt. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar, macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Ich mache das Ganze für euch, diese Videos. Und es ist, gerade solche Art von Videos sind dann doch relativ viel Arbeit. Und ich freue mich dann über jeden, der hier hängen bleibt und dem meine Regelerklärungen gefallen. Ihr könnt aber auch gerne Kritik äußern, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Und ansonsten, hier geht es jetzt weiter mit dem Fazit. Ja, ihr seht schon, das Spiel hat es ganz schön faustdick hinter den Ohren. Die Regelerklärung hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir durch und ich möchte euch erzählen, wie mir denn das Spiel gefallen hat. Zunächst einmal das Artwork, das Layout. Ich finde, das Ganze passt. Es ist irgendwie Anbruch der Bronzezeit. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie in der weiten Vergangenheit und versucht dort auf dem Planeten so ein bisschen was aufzubauen. Ich finde allerdings diesen Trend, dass die Boards immer größer werden und gar nicht so groß sein müssen, echt ein bisschen anstrengend. Also das Spiel braucht wirklich sehr viel Platz auf dem Tisch. Das Spielbrett ist riesig. Die einzelnen Aktionsdinger sind riesig. Ist wirklich sehr überdimensioniert alles. Und dann muss man noch seine Karten hier unter das Board schieben. Also wer keinen großen Tisch hat, der sollte auf jeden Fall anbauen. Ansonsten muss ich aber sagen, das Material mit den Double Layered Player Boards und diesen kleinen Holzgeschichten hier, das ist wirklich top. Das ist einem schönen Board and Dice Expertenspiel entsprechend. Keine große Überraschung, sowohl nach unten als auch nach oben. Dann haben wir das Ganze spielerisch, was wir betrachten müssen. Und zwar, ich finde das Spiel, ich fand es am Anfang ein bisschen überwältigend, auf was man alles achten muss. Also es ist ja nun mal so, ich muss am Anfang ein bisschen schauen, welche Aktionen ich machen möchte. Ich muss aber auch schauen, dass ich die richtigen Würfel in der richtigen Farbe mit dem richtigen Wert picke, damit ich dann auch auf den dementsprechenden Leisten voranschreiten kann, weil ich ja diesen Wert von 9 benötige pro Würfelfarbe. Und dann muss ich auch noch darauf achten,
dass meine Würfel, wie ich sie denn platziert habe, auch in der richtigen Runde, in der richtigen Reihenfolge dann ausgelöst werden. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich zum Beispiel einen sehr hohen Würfel bei der Karten-Ausspielen-Aktion hingelegt habe. Aber ich habe gar keine Handkarten und brauche die Karten-Ziehen-Aktion vorher. Dort liegt aber ein niedriger Würfel von mir. Und das heißt, ich werde diese Aktion erst nach der Karten-Ausspielen-Aktion ausführen. Das sind so, ja, Dinge, die man nach der ersten Partie, da macht es halt irgendwie so Klick und denkt man so, alles klar, jetzt habe ich verstanden, worauf ich achten muss. Aber das macht das Ganze wirklich sehr denklastig, muss man sagen. Und man kann relativ schlecht im Voraus planen, bisschen im Voraus planen kann man, weil ja die Würfel anständig weggenommen werden, weil ja Plätze auf den einzelnen Aktionsfeldern von anderen Spielen weggenommen werden. Das heißt, ja, so richtig super strategisch im Voraus planen kann man nicht, sondern wenn es darum geht, die Würfel zu nehmen und zu platzieren, ist das Ganze relativ spontan und man muss immer wieder neu überlegen, wenn man dann dran ist. Aber dieser Mechanismus, den kennt man auch so ein bisschen von Crystal Palace und dabei hat er mir extremst gut gefallen, ist ja eines meiner Lieblingsspiele auch. Den finde ich wirklich toll, macht wirklich Spaß, weil man ja viele Dinge beachten kann. Am Anfang, ja, in den ersten Partien klappen vielleicht noch nicht alle Dinge, außer man ist natürlich jemand, der auch in den ersten Partien schon so endlich lange überlegt, um das hier durchzuoptimieren, wie geht. Aber ja, ich muss sagen, die Lernkurve bei diesem Spiel ist wirklich sehr steil. Dann muss ich sagen, diese Handkarten oder diese Karten, die man ja im Laufe des Spiels bekommt und dann unter sein Board schiebt, da ist auch so in den ersten Partien oder in der ersten Partie unterschätzt man das, wie unglaublich wichtig diese einzelnen Boni sind. Und so ein Spielzug, der dann relativ ja simpel aussieht, kann dann doch schon mal ein bisschen länger werden und man vergisst halt wirklich ab und zu mal, dass man irgendwo noch so einen Bonus hatte. Dann konnte man sich irgendwie was nehmen, man hat es in seinem Zug nicht gemacht und man hat es vielleicht auch nicht einberechnet in seinen Überlegungen und dann hat man plötzlich neue Möglichkeiten, wenn man Ressourcen bekommt. Da gibt es wirklich so viel zu beachten. Zusätzlich hat man ja noch diese ganzen freien Aktionen, die man auch während des Zuges noch jederzeit machen kann. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten hier, um seinen Zug zu optimieren. Und was man hier alles bedenken muss, ist echt Wahnsinn, muss man einfach sagen. Ja, das schlägt sich auf die Downtime. Das ist nun mal so, da muss man mit klarkommen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber grundsätzlich bietet das Spiel extremst viele Möglichkeiten, da ranzugehen an die Aktionen, die man macht, welche Aktionen man macht, wann man die Aktionen macht, was man alles noch so macht. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, grundsätzlich ist es ansonsten ein ziemlich unaufgeregtes Eurogame, also es gibt keine großartigen Mechanismen, die ich vielleicht irgendwo noch nicht gesehen habe. Ich finde diesen ja mit dem permanenten Ressourcenmechanismus ganz nett. Das kennt man ja aus Seven Wonders, dass man sich aussuchen kann, ob man jetzt auf permanente Ressourcen geht, dass wenn man sich die holt, die erstmal vielleicht noch nichts bringen, außer ein bisschen Einkommen, aber dass man dann später einfach Kosten sparen kann bei bestimmten Aktionen, bei den Bauaktionen oder man geht eher auf temporäre Ressourcen, spart sich das mit den permanenten Ressourcen, auch wenn das wahrscheinlich nicht so gut ist. Dann, ja, mit diesen Einkommensleisten, das ist alles relativ unaufgeregt. Ich finde diesen Mehrheitenmechanismus ganz cool, bei diesen mit der Dominanz und der Präsenz, weil es keinen Kampf gibt. Also man verliert die Worker nicht, außer man entscheidet sich gegen diese neutralen Sea-People zu kämpfen. Das dazu. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Abwechslung bei den Handelsrouten gewünscht. Da gibt es jetzt quasi drei Handelsrouten mit jeweils zwei Seiten. Die sind, ja, ein bisschen unterschiedlich, aber auch nicht besonders sehr unterschiedlich. Das Spiel skaliert tatsächlich mit weniger Spielern oder mit mehr Spielern auch sehr gut, weil ja es eine zweite Rückseite von dem Start, von diesem großen Spielplan gibt, von der Weltkugel ein bisschen was abgedeckt wird, also es skaliert wirklich sehr gut, muss man sagen. Die Meilensteine sind auch sehr unterschiedlich alle, das finde ich wirklich top. Und ja, auch, dass die Karten, dass da quasi nochmal ein Upgrade gibt bei der Hälfte des Spiels und da andere Karten und stärkere Karten ins Spiel kommen, das macht auf jeden Fall alles Sinn. Also grundsätzlich, spielerisch hat es mir wirklich sehr gut gefallen, aber die ersten zwei Partien sind wirklich sehr überwältigend, so dass ich da ja niemanden empfehlen kann, da direkt auf ja, aufs Optimieren zu gehen, weil so eine Partie dann sich einfach wirklich in die Länge ziehen kann. Das war's mit dem Video zum Minos Anbruch der Bronzezeit. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Jetzt wisst ihr vielleicht, ob das was für euch ist oder ja, vielleicht auch nicht. Falls ihr einen kleinen Regelfehler, der sich ja immer mal wieder bei solchen Regelvideos einschleichen kann, entdeckt habt, schreibt es gerne in die Comments. Ich werde das Ganze in der Videobeschreibung dann aufnehmen. Ich hoffe, dass ja nicht allzu viel mir durchgerutscht ist, aber auch wenn ihr Fragen oder so habt, die vielleicht noch nicht geklärt sind, schreibt gerne einen Comment, dann können wir das sicherlich klären.
Und ansonsten, ja, kann ich euch natürlich nur daran erinnern, dass ihr diesen Kanal abonnieren solltet. Ihr gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Macht die Glocke an. Ja, so könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Und ich schöpfe natürlich meine Motivation aus dem Kanalwachstum. Es würde mich sehr freuen, noch ein bisschen Zuwachs zu bekommen und euch ja noch mehr Brettspiele zeigen zu können. Und ja, falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal. Ich hätte jetzt zwei Vorschläge, oben und unten. Vielleicht ist da ein Video für euch dabei. Und ansonsten schaut einfach auf meinem Kanal, stöbert ein bisschen rum. Ich habe jede Menge Brettspielvideos und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.